Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir einen neuen Partner bekommen, und zwar Ellie Birdo. Komm, wir müssen die neuen Gegner besiegen. Und du hast eine sehr gute Fähigkeit, die uns weiterbringen wird. Definitiv. Schade, dass man direkt automatisch wieder abspringt, sobald man eine Tür betritt. Das finde ich nicht gut. Möchte doch rennen. Na, ebenso. Hallöchen. Aber mit dir wollte ich ja auch reden, ne? Geflickte Wand. Im Aufenthaltsraum der zweiten Liga gibt es ein zugestopftes Loch in der Wand. Dahinter sollen sich die Überreste ehemaliger Kämpfer befinden. Gibt es noch etwas anderes, das dich interessiert? Menschenfressende Toilette. Irgendwo in der Arena soll es eine Toilette geben, die Menschen frisst. Wenn das jemals passiert ist, vermeidet es tunlichst, das ein zweites Mal zu erleben. Rätselhafte Treppe. Irgendwo hier gibt es einen zweigeschossigen Raum, jedoch ohne Treppe. Daher scheint niemand jemals ins obere Geschoss gekommen zu sein. Trotzdem sollen von dort oben manchmal wehklagende Stimme zu hören sein. Geisterzimmer hört sich doch spannend an. Im Zimmer des Champions soll es Geister geben. Man hört sie wohl leise flüstern, wenn man ganz still ist. Vielleicht die Rachegeister jener, die gegen den Champ verloren haben. Naja, wie dem auch sei. Hier ist noch was von einem seltsamen Leuchten im Ring. Der Freund eines Freundes meines Freundes hat das mit eigenen Augen gesehen. Manchmal ist im menschenleeren Ring ein seltsames Leuchten zu sehen. Aber da die Tür verschlossen war, konnte er nicht hineingehen und nachschauen. Ich muss unbedingt versuchen, das selbst zu sehen. Der Freund meines Freundes, meines Freundes. Gibt es noch etwas anderes, das dich interessiert? Ja, spurlos verschwunden. Anscheinend verschwinden gelegentlich Kämpfer aus der Arena. Auch der erste Champion, Dark Toaster, ist angeblich spurlos verschwunden. The Bone on Tutskova. Was mir aufgefallen ist... Für einen über 60-Jährigen ist Klebo noch ziemlich knackig. Er muss ein ungeheuer gutes Trainingsprogramm haben. Und über Totskova kursiert auch ein seltsames Gerücht. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie plötzlich. Ein Kämpfer hat mal beobachtet, wie sie zur Toilette gegangen ist. Und sie soll ewig nicht wieder rausgekommen sein. Was? Viel verdächtiger ist, die Toilette so lange zu beobachten? Oh, das ist schon vielleicht verdächtig. Ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals. Zugestopftes Loch in der Wand. Okay. Mal schauen, ob ich das finde. Oder habe ich das vielleicht schon? Kann ich eigentlich hier draufhauen? Das hier ist eigentlich zugestopft. Sonst. Naja. Auf zum nächsten Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen, kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinem Mitstreiter nicht hinterm Berg halten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Bin aber ein langweiliger Einzelkämpfer. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay. Und so lange trinke ich einen Schluck. Also los, bist du bereit? Ja, Ellie Birdo, bin ich.
Gegen unsere stählenden Körper hast du keine Chance. Lass du uns zu einer Revanche ausfallen, das zeigt von deiner Dummlichkeit. Dummlichkeit? Bomba, diesmal machen wir sie platt. Was für Trottel, uns noch einmal zu fordern. Auch mit diesem Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Immer drops in den Hammer. Einfach nur wegen dem Coolheitseffekt. So, Techniken. Darf man Sauggegner auf und spuckt sie gegen andere Gegner am Boden. Halte ZR gedrückt, bis das Stern aufleuchtet. Okay. Autsch! Ihr könnt doch unsere Stachel nicht einfach gegen uns einsetzen. Verdammt, die haben unsere Schwachstelle entdeckt. Aber ich kann nicht mal blocken. Wisst ihr was? Ich heile mich jetzt einfach bei. Ja, komm. Zurück in die zweite Liga, das ist ja zum Heulen. Meinen Glückwunsch, Bomba, das bedeutet erste Liga. Und was für ein fantastischer Kampf. Eine einzigartige Leistung. Wir können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen. Und Bomba ist in der ersten Liga, bravo. Applaus für Bomba Luigi. Bitte deine Gage, 14 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Also gut, Bomba, Herr Clubbone will dich sehen. Komm einfach mir nach. Herr Clubbone, hier ist Bomba. Totskofer, kannst du nicht anklopfen, bevor du reinplatzt? Verzeihung. Schon gut, also was gibt es? Ach so, Bomba, alles klar. Ah, Bomba, was für ein Triumph. Du hast es rasend schnell in die ersten Liga geschafft. Oh ja, ich habe ein Gespür für Männer im Format. Ich erwarte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich. Bitteschön. Übrigens, was mir schon die ganze Zeit auffällt. Dein Outfit ist etwas dürftig. Okay, sobald du Champion bist, spendiere ich dir etwas Neues. Vielleicht etwas Hübsches mit rosa Rüschen. Das steht dir bestimmt. Aber das kommt später. Für heute genug, du darfst jetzt in die neue Garderobe. Bitte folge mir. Ich hab mich dazu entschieden, ich verstelle meine Stimme nicht mehr. Das geht auf die Stimmbänder. Manchmal klingt es total banal. Und deswegen lassen wir es einfach. Da ich nur wieder mal, aber sonst eher nicht. Dies ist die Garderobe der ersten Liga. Du darfst diesen Raum jetzt benutzen. Alles funktioniert genauso wie in der zweiten Liga. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher. Pass also gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also bis dann. Aha, das nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Das Sternjuwel. Hey Kämpfer. Ich habe gehört, es gibt hier jemanden, der rasant die Karriereleiter hochklettert. Was? Du Milchbub bist also dieser Bomber? Da hätte ich mir den Weg hierher ja wohl sparen können.
Was hast du denn, Bomber? Was? Der Meistergurt. Was starrst du mich denn so schamlos an? Keine Ahnung, aber... Vielleicht ist dieses Sternjuwel ja wirklich nur ein billiger Klunker. Was soll das? Was? Du denkst, mein Meistergurt ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Sorry, aber der Gurt ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist... Ich habe einen rosa Schnabel. Wollt ihr mich etwa zum Narren halten? Wir sind hier nicht im Ring. Aber wenn wir uns da begegnen, mache ich euch platt. Macht euch darauf gefasst. Oh Mann, ich glaube, der ist ziemlich sauer. Aber wenn die magische Karte auf die Arena vom Falkenheim verwiesen hat, der Stein an den Meistergurt aber nicht das Sternjuwel ist, wo könnte dann das Echte nur sein? Bomber, da ist eine Mail gekommen, aber von wem wohl? Willst du das Sternjuwel? Dann folge meinen Anweisungen. X, wer soll das denn sein? Der tut so, als wüsste er, wo das Sternjuwel ist. Als ob er uns das auch verrät. Irgendwie seltsam. Bomber, du solltest versuchen, dir den Meistergurt zu holen, auch wenn das echte Sternjuwel gar nicht dran ist. Nur so können wir herausfinden, was hier in der Arena vom Falkenheim wirklich abgeht. Ich möchte mich erstmal heilen. Und weil es ein neues Bett ist, können wir es auch nicht überspringen. Kann ich hier auf den Tisch hauen? Nein. Auch nicht. Die Toilette ist abgeschlossen, besetzt. Okay. Oh, da ist ja mein Kraftpunsch. Hier ist nichts. Ein Eissauch. Nichts. 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 Okay. Ganz schön unverschämt von dir, diesen Hammer mit dir rumzuschleppen. Keiner kann so gut mit dem Hammer umgehen wie ich. Stark bist du ja, aber wenn du nicht hart trainierst, steigst du nie auf. Eines Tages werde ich der Champion sein. Ich werde zur Legende, genau wie der frühere Champion Dark Toaster. Du musst nur all die Gegner, die du hier siehst, aus eigener Kraft schlagen. Ich möchte jetzt nochmal, kann ich hier das zum Beispiel hier auch öffnen? Stimmt, ich hab... Sollte das auch in den Räumen machen, ne? Könnte ja sein, dass hier ja auch irgendwo ein Sternsplitter ist. Könnte aber nicht der Fall zu sein. Ich möchte dann nochmal zurück in den ersten Raum, falls wir da wieder hin dürfen. Mal speichern. Nur für den Fall der Fälle. Ich darf nicht mal zurück in die zweite Liga. Oh, das ist mies, wenn ich da jetzt was verpasst habe. Aber man kann in dem Effekt ja auch kein Sternsplitter sein. Ist wahrscheinlich für Backtracking. Ranglistenkampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 9. Du kämpfst gegen die Pickelkäfer. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen. Ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel, okay? Zeige mir einen guten Kampf. I'm ready to fight. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Warte mal kurz. Das sieht so verdächtig aus. Ich möchte nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da hoch kann. Ich mach's aber nicht.
Nicht auf den Tisch. Aber da oben ist auch nichts. Okay. Dann können wir weiter. So, gegen Pickelkäfer, das sollte ja ein leichtes sein. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Also los, bist du bereit? Also los, Bomber. Let's fire. Okay, ich darf keine Items benutzen. Aber dafür mein Hammer. Ja, dann würde ich gerne einmal austauschen und dann einmal Kurina holen. Das ist ein roter Pickelkäfer. Besonders stark ist seine Verteidigung. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4, eine harte Nuss. Und er ist auch noch immun gegen Feuerattacken und Explosionen. Wenn du ihn umdrehst, sinkt seine Verteidigung allerdings auf 0. Wenn nur diese Stacheln nicht wären. Kann der da gar nichts machen? Ich glaube, ich brauche Yoshi wieder. Ja, ich kann die schon blocken. So, dann einmal austauschen. So, und dann Saugmatz. Tot gekontert. Nice. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Selbst schuld. Bitte, deine Gage. 15 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Die reden wirklich nicht mit mir. Okay, dann gehe ich direkt in den nächsten Rangkampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Dein nächster Gegner ist auf Rang 8 und du kämpfst gegen Stachelsteine. Im vollen Kampf solltest du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Das Publikum liebt keine schwachenden Stars, okay? Dann zeige mir einen guten Kampf. Ready to fight. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. But let me dance on the table, please. Der Hammer ist eine Spezialanfertigung von meinem Großvater. Dagegen hat dein glitzernder Hammer nicht die geringste Chance. Wahrscheinlich steige ich auch nie auf, wenn ich nicht härter trainiere. Die Einstellung zum Kampf lernt man im richtigen Leben. Meine Stacheln und mein harter Panzer sind das Geheimnis meiner Stärke. Wir sagen auch was Neues. Okay. Jetzt finde ich blöd, dass ich mit den anderen nach den Runden gesprochen habe. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die wandelnden Waffen, die Stachelsteine. Bomber und ich, wir sind unschlagbar. Hehe, wir werden dich zerfetzen. Let's. Ist nur blöd, dass ich jetzt immer eine Runde verschwende mit. Aber warte mal, die habe ich schon gescannt. Okay, dann sag mal's. Ja. Okay, dann kommt der Stärke eben weg. Noch nicht. Ich
Ah, warte, ich hab eine Idee. Ecopio. Und dann... kein Schaden. Das ist mies. Kannst du dich einfach mal Erdbeben ein? Aber jetzt will ich mich definitiv einmal kurz heilen gehen. Und der Gewinner ist Bombaluigi. Wer hätte das erwartet? Gewonnen! Ja, definitiv. 16 Münzen, okay. Jedes Mal eine Münze mehr. Und den Test können wir jetzt gucken, weil... Sie sagt immer das Gleiche. Mario, schon wieder eine Mail. Das ist ja richtig spannend. Geh in die Bar von der Arena. Schon wieder von diesem X. In die Bar sollen wir gehen. Ich frage mich nur, wer dieser X ist. Wir schlafen erstmal eine Runde. In der Bar in der Arena? Nicht außerhalb der Arena? Geh erstmal nach draußen. Ich denke mal, die meinen die Bar außerhalb der Arena. Sieht auch so verdächtig aus, als wäre da irgendwas. Eigentlich müssten die auch alle zu mir rennen. Immerhin bin ich schnellstmöglich zu Rang 1 hochgestuft, ne? So, hier. Frische Bar. Hey, wie geht's dir? Du solltest immer fair kämpfen, genau wie Dark Toadster. Heute werde ich auf Aurelius sitzen. Solange Dark Toadster nicht da ist, wird Aurelius nicht verlieren. Oh, hallo Bomber, ich habe dich erwartet. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief vor meiner Bar. In dem Brief stand, ich soll dir das überreichen. Wenn du kommst, bitteschön. Einen Superhammer, yay. War aber zu erwarten. Hallo Toadette. Hallo, ich bin Toadette. Schön, dich mal wiederzusehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst mit dem Hammer nun auch eine andere Technik einsetzen. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B drückst, gedrückt hältst und L drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, führst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Nice. Super, das hast du toll gemacht. Hast du die Steuerung im Griff? Ja, bin perfekt. Sehr gut, beherrsche jetzt den Wirbelschlag. Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen gelben Blöcke zerstören. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann bis bald, viel Glück bei deinen Abenteuern. Das sieht hier aus wie der Hyperhammer 2004, das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan, aber warum hat er es nur dir in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können. Mario, das ist schon wieder eine Mail.
zerstöre den Block in der Garderobe. Der Block in der Garderobe? Und du sollst ihn zerstören? Hm, was es da wohl gibt? Das ist doch eine Falle. Diese wunderschöne Mademoiselle ist wirklich widerspenstig. Oh, allein dieser pinkfarbene Hut bereitet mir schlaflose Nächte. Hey, du sagst dazu nichts mehr. Na gut, dann gehen wir noch mal weiter. Juhu. Werde jetzt für die nächsten zwei Tagen zwei Videos raushauen, um den Montag und Dienstag auszugleichen, wo keine Parts kamen. Sprich, also heute Donnerstag, ich nehme jetzt am Mittwoch auf, zwei Parts, Freitag zwei Parts und dann wieder täglich ein Part, es sei denn, es fällt mal wieder aus, dann kommt am Folgetag vielleicht zwei Parts. So, ich muss in die Garderobe. Aber nicht in die Garderobe, ne? Hey Bomber, wie geht es dir? Was meinst du, möchtest du etwas über die Mysterien hören? Hast du vielleicht was Neues? Nein. Hallo Bomber, gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. Bitte geh durch. Du bist zurück in der zweiten Liga? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich wurde doch gar nicht besiegt, aber höchstwahrscheinlich wegen... Hey Bomber, was machst du denn hier? Bomba, das ist ja... Bist du etwa in der zweiten Liga abgestiegen? Wir sind immer bereit für eine Rauferei, auch außerhalb des Rings. Nanu, was ist los? Hast du etwa vergessen? Hm, kommst du, um dich über uns lustig zu machen? Nein. Komm ich nur hier um. Wer war? Komm, Schwimmer brauchen wir jetzt nicht. Nein, ich brauche das nicht. Kann ich nicht öffnen. Ah, warte mal kurz. Papier erhalten. Papiere mit Notizen. Sie scheinen sehr wichtig zu sein. Bomber, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Im Meistergurt war das Sternjuwel nicht, aber er müsste hier irgendwo zu finden sein. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. Das ist wahrscheinlich der Globon, ne? Hey, ihr da, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfen der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Und was du da gefunden hast? Das werde ich an mich nehmen. Was ist nur los mit der?
Dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Zumindest ist jetzt klar, dass das Janeway wirklich hier in der Arena ist. Ich denke mal, wir kriegen jetzt einen Anschluss. Das haben wir ja nicht. Okay, dann speichere ich jetzt mal. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, dass wir weitere Kämpfe bestreiten werden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Eontor. Wobei, sagst du jetzt was anderes, weil ich jetzt einen besseren Hammer habe? Nein. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü.